Düsseldorf, Flughafen. Exklusives Fußballturnier. Pilz zum Frühstück. Ich hab Wein, den Schokoprofond. Der ist sogar live dabei. New week, new same shit, man. Kreisliga Testspiel. Wir treffen uns mit allen Mann. Und mit diesem, sag ich mal, ein bisschen komischen Bus fahren wir jetzt. Ich hab nur diese, was mein Auto braucht. Ach, du Schande. Ich brauche wirklich ein bisschen Kraft jetzt. Jetzt Kräuterbutter? Mhm. Ich sag mal so, auf diese Reisebus-Aktion könnte ich mich gewöhnen, auch zu Heimspielen zu kommen. Aber jetzt erstmal Mangiare. Pizza Spinazzi. Ich war so verwirrt. Ist so schwer auch einfach dabei. Und eine heiße Schokolade. Sitze ich schon wieder hier. Auf meinem Lieblingsplatz. Das kann nicht so weitergehen. Ab morgen. Nix. Zweiter Tag. Weil Karin mir bei der Jackenauswahl gut geholfen hat, helfe ich jetzt Karin bei der Taschenauswahl. Sie braucht einen Rucksack, den holen wir uns jetzt, hoffentlich. Karin, ich denke, ich habe das Richtige für dich gefunden. Sogar im Angebot. Leider nicht fündig geworden. Das ist der Wahre. Ich glaube, das ist so Renner. Oder so, kann das sein? Nein, das ist perfekt. Leute, ich habe schon zu Boris gesagt, lass mal was essen gehen. In einer Stunde ist Trainingsbeginn. Fußball. Naja, vom Training wird auf jeden Fall noch ordentlich gegessen. Du hast mich gezwungen. Eine Stunde später. Diese Woche stehen die ein oder anderen Spiele an. Deswegen noch mal ein bisschen Abschlusstraining machen. Dritter Tag. Oh, guten Morgen, Düsseldorf, Flughafen. Ach, du auch hier. Wohin geht's denn jetzt? Also, wir haben keine Ahnung, wohin. Was? Wie? Aber erstmal fette Brezel. Aber wir sind jetzt in München angekommen. Wir sind hier in der Innenstadt. Wir haben schon ziemlich Hunger. Mal gucken, was es so hier zu essen gibt. Hier gibt's. Was macht ihr denn hier? Hä? Was ist das denn? Hä? Kannst du bitte einmal erläutern, warum du uns hierher gebracht hast? Kannst du das einmal erläutern, Pablito? Bleibt Überraschung. Also wir wurden auf ein geheimes, exklusives Fußballturnier eingeladen und Holzi und ich, wir mussten noch zwei starke Krieger mitnehmen, haben uns natürlich für Mario und Taki entschieden, die konnten nicht und deswegen Nein, da haben wir natürlich die besten Zocker mitgenommen. Lass jetzt aber wenigstens so Crepe laden oder irgendwas Geiles wenigstens hier essen. Boah, wenn man so guckt, sag ich dir ehrlich, ist schon krass. Ist schon besser als Düsseldorf. Ein bisschen im Café chillen. Auf der Jagd nach den perfekten Biss. Das ist was für Champions. Das? Wieso isst du Lasagne eigentlich? Wer von euch ist Harry Potter Fan? Ich. Kommst du hin? Ach du heilige, leuchtet sogar. Ich glaube, ich komme nicht mehr rauf. Was machst du denn hier? Ich gebe sogar als Actionfigur. Ich liebe es. Das habe ich jetzt als Tradition eingeführt. Egal wo Boris und ich sind, wir müssen ein kleines Souvenirchen mitnehmen. Ich habe hier eine kleine Eiskugel, wie sagt man das? Schneekugel mitgenommen. Irgendwann haben wir ganz viele Erinnerungen. Die ganze Veranstaltung heute findet im Deutschen Theater statt, hier in München. Die Jungs sind jetzt schon drüben, die kriegen da ein Briefing oder weiß ich auch nicht, was die da kriegen. Die kommen jetzt gleich nach. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was uns so erwartet. Die Jungs haben auf jeden Fall irgendwas erzählt, dass da ein Fußballturnier stattfindet. Jetzt bin ich gespannt, werden wir da spielen, werden wir da nicht spielen, keine Ahnung. 8:01 Abend. Kleine Verspätungen sind schick. Eigentlich hätte man vor 2 Stunden da sein müssen. Ey, wir sprinten jetzt. Gott sei Dank ist das Hotel direkt um die Ecke. Ich will nicht viel vorwegnehmen, aber hier wird es ein fettes Fußballturnier geben. 8 Mannschaften, K.O.-System. Es geht um was, schaut euch das an. Da unten wird gezockt. Wir chillen hier in dieser Backstage-Bereich. Aber komm mal mit uns. Die zwei sind aufgeregt wie sonst was. Warum? Irgendwann später. Wir sind jetzt zurück auf dem Zimmer, aber haben wir auf jeden Fall Energie verbraucht. Gesundheit. Danke. Nicht, dass es das Restaurant unseres Vertrauens wird. Fängt mit M an und hört mit doof auf. Wir sind jetzt wirklich hier am Münchner Hauptbahnhof gelandet. Wohin führt uns das Leben? Hat alles wunderbar geklappt. Vegane Burger, diese Curly Fries haben sie einmal angetan. Diese Burger weiß ich nicht, für wen der ist. Boah. Guck dir das an. Meisterwerk. Boris muss immer meine Reste essen. Tschüss. Vierter Tag. Jetzt aufgewacht hier in München. Der Magen knurrt hier. Ich bin schon aufgewacht, relativ früh. Und bin jetzt auf der Suche nach einem Bäcker, um Frühstück zu holen.
Mal gucken, ob ich fündig werde, weil ich esse irgendwie alles und nichts. Also, mal schauen. Die Leute, ich nehme alles wieder zurück, das ging ja doch schon als gedacht. Ich bin wirklich aus der Tür raus und direkt hier ist schon eine Bäckerei. Wo ist Karin eigentlich? Karin? Wo bist du? Ich wurde direkt fündig. Das war so eine coole Bäckerei, ich konnte mich gar nicht zurückhalten. Ihr wisst ja, wie ich bin. Lieber zu viel als zu wenig. Boris rechnet, glaube ich, 0,0 damit. Ist sie überhaupt schon wach? Mal gucken. Was ist das denn? Frühstück ans Bett. Also wie müde du aus, ist auch ganz anders. Müde und hungrig. Lecker. Ja. Haben wir noch. Karin knallt sich erstmal einen Pilz zum Frühstück. Leute, hier ist so viel Sprudel drin, das könnt ihr euch schon vorstellen. Das ist einfach Schaum alles. Siehst du? Das war aber schon ordentliches Frühstück, ne? Ja. Wer so viel spielt, muss auch so viel essen. Dieser Biss ist jetzt, auf den alle warten. Kein Biss gegeben für mich. Feste Gewissen jetzt. Ich habe ja auch noch einen Nachtisch. Hallo! Karin. 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 Bitte. Ich habe genau das so gegessen, damit ich das beste Stück am Ende habe. Karin war echt super traurig, dass sie das ihr letztes Stück gegessen wurde. Deswegen schaue ich mich jetzt direkt los zum Bäcker. Ich hole dir nochmal zwei Schokokroissants. Ein paar Sekunden später. Spaß, das ist jetzt für dich. Oh, ich dachte wirklich, du isst das jetzt noch vor Kamera. Wirklich. Schade, dass man die Reaktion nicht gesehen hat. Warum, mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Danke. Ich habe einen Wein wegen Schokocroissant. Ich bin so fett einfach. Ganz normale Leute frühstücken am Morgen. Schleckeres Frühstück. Aber manche übertreiben es halt mal wieder. Why are you gay? Warum übertreibst du so lahm? Größte Fake Show, ich hab Ding. Panini bestellt. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. On the fly again. Back to the D-Town, man. Hab ne raue Stimme hier bekommen, man. On the road again. Da sind wir wieder frisch aus München. Hey Boris, es muss ja jeder sehen, dass ich verlobt bin, ne? Ja. Aber ich hab ja Handschuhe an. Ja. Weißt du, wie ich jetzt meinen Ring mal trage? Nein. So. Wie das hier sitzt. Das ist ja so tot. Erstmal hole ich mir gleich einen Kakao. Ich hab dir auch einen Kakao gekauft. Nee. So. Aber wenn sie schon so schön angerichtet sind, dann knall ich mir doch eine hinter die Binde. Dann morgen. Da sitzt man wieder. Wir sind wieder on the road again. Hä? Ey, das kann nicht sein. Jeden Tag sehe ich dich. Immer was? Bin ich dabei. Wieso verfolgst du mich? Sag mal bitte. Wo? Aber wohin geht es heute? Diese zwei Herrschaften lassen mich gar nicht hier in Ruhe. Wir sind hier und heute in der Halle von dem Kollegen hier, der ist sogar live dabei. Holdi, was geht? Danke, dass du uns hier die Halle zur Verfügung stellst. Bester Mann. Hier auf dem Platz geht's gleich zur Sache. Dicke, fette Turnier wieder. Das erste Match fängt gleich da in der Parallelhalle an. Wir, FC Potatoes, machst dich hier gerade warm. Mario, die Krake im Tor. Wir sind hier mit ein paar Jungs angereist. Ich bin richtig gespannt, wie es wird. Jetzt erstmal gut aufwärmen. Keine Verletzung hier holen. Letztes Gruppenspiel beginnt jetzt. Wir müssen gewinnen, wir geben alles. Aufregung ist ein bisschen da, aber einfach Spaß haben und alles geben. 12 Sekunden später. Keine Verletzung hier holen. Inzwischen.